Hi, die Ho, meine Amigos, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play auf PlayStation 4 hier auf dem Chipotle-Server Map Ragnarok Primitive Plus. Und jo, Leute, ihr seht, was los ist. Wir kommen zur Welt und sind fast tot. Ich weiß nicht warum. Aber es ist einfach so, ne? Auf jeden Fall, wir haben letztens noch was gemacht. Also nicht wir, sondern mehr ich. Aber ich zeig's euch gleich. Wir brauchen auf jeden Fall Fleisch. Das heißt, wir brauchen unseren. Wow. Jetzt geht das Gelecke wieder los. Was ist zur Zeit? Wusa. Okay, auf jeden Fall. Ich zeig's euch. Und zwar habe ich. Das Snake Freak. Nice. Aua. Und zwar habe ich bei der Bude alles zugemacht. Wir gehen die Runde. Ich zeig's euch. Wir gehen dann Fleisch holen und das braten. Material ist auch schon wieder relativ viel am Start. Jetzt, was machst denn du da? Na, du kleiner Petri. Hau mal ab, Mann. Es ist alles zu. Es ist alles zu, alles zu, alles zu, alles zu, alles zu, alles zu, alles zu. Wie meine ich das? Ihr seht schon, das habt ihr das letzte Mal schon gesehen. Aber ich habe jetzt auch das Dach drauf gemacht. Ich habe hier das aufgerissen. Da geht ein oberer Stock drauf und da geht es runter in den Stall mit Leitros und... Ich habe noch dazu, komm, wir holen jetzt den Tüller, den brauchen wir jetzt eh. Ich habe noch dazu was gemacht. Ich bin nicht stolz drauf, aber ich habe es gemacht. Ich zeig's euch. Und zwar habe ich... Ihr seht, alles zugemacht, ne? Es ist bis unten hinzu, allerdings im Cheat Fly. Nicht GCM, also die Sachen wurden alle normal hergestellt, aber... im Fly-Mode, sprich, dass ich fliegen konnte, weil sonst es, ja, es hat nicht, ich bin nicht hingekommen, ich hatte keine Chance darauf zu kommen. Noch dazu hatte ich dann ein Riesenproblem hier. Hier konnte ich nichts bauen, weil Struktur von den Nachbarn zu nah war. Natürlich habe ich den Pillar jetzt auch gleich weggemacht im Fly-Mode. Sorry, sorry für die, ich hoffe, es nimmt mir jetzt keiner böse, dass ich im Fly-Mode war. Allerdings, ja, sorry, war so. Wie gesagt, aber im Fly-Mode, nicht im GCM-Modus, deshalb verstehe ich umso weniger, warum meine Energie jetzt so am Arsch ist. Keine Ahnung, was da vorgefallen ist, aber ist halt so. So, hier musste ich einen Pillar entfernen. Wow, mit Cheat Kill. Das war genau hier einer. Weil dieser Pillar war zu nah an meinem Bauwerk und ich konnte praktisch oben bauen, ja, unten bauen, nein. Das war total scheiße, das war total blöd, aber ja. Ich wollte natürlich die Fassade runterziehen und das war jetzt kein wichtiges Bauteil. Ist von Jurix. Ich habe es Jurix schon gesagt, wer es gesehen hat im Livestream. Sonst halt nicht. So, wir gehen schnell was jagen, denn wir haben Hunger. Und mit Hunger ist nicht gut arbeiten, deshalb jetzt mal kurz ihn da aufwursten. 162 Fleisch. Nice. Na, sonst traut sich niemand, ne? Okay. Wir haben das in unser Big Campfire und können dann praktisch gut dinieren und sind dann auch gleich mal wieder vom Level her aufgibt. Was rede ich für ein Scheiß? Dann haben wir endlich wieder Energie. Verdammt! Aber heute, ne? Heute geht's wieder ab, Leute. Heute geht's wieder ab. Was ich jetzt nicht weiß, ist das Campfire. Geht das auch mit Zündpulver? Weil Zündpulver, habe ich einiges in den Taschen. Und ich habe natürlich auch einiges wieder vorbereitet an Glas haben wir sowieso noch viel, an Lamba, ihr wisst schon, das Holzzeug, ne, und so weiter und so fort. Einer hat auch geschrieben, oh, das mit den ganzen Geschenke findet er blöd, warum ich das nicht selbst herstelle. Ja, ich bin nebenbei auch selbst noch beim Herstellen. Ist nicht so, dass ich jetzt sage, oh, ich bekomme alles geschenkt, ich stelle mir nichts mehr her. Ich zeige es euch auch gleich. Warte. Probieren wir es mal mit dem Zündpulver, ob das geht. Nice, das geht. Fleischi. Nein, nicht Fasern. Nein, nicht Fasern. Fleisch. Hau rein, Mann. Hä? Fleisch. Wir brauchen Futter. Wir müssen wieder fit werden. Kann man da noch was draufstecken? Nee. Okay, wir warten kurz ab, aber gut. Ich bin nebenbei selbst auch beim Herstellen. Ist nicht so, dass ich jetzt sage, oh, ich bekomme alles geschenkt, ich brauche nichts mehr herstellen. Das war voll mit Kristall und Perlen. Allerdings waren 100 Perlen doch zu wenig für das ganze Kristall. Aber ihr seht, 99 Glas,
Eis ist leider übrig geblieben. Und hier auch nochmal. Einfach Zündpulver rein, Kristall und Ball rein. Also wir haben jetzt echt viel Glas. Wir können damit gut arbeiten. So, wie sieht es jetzt aus? Ist schon etwas am Fleisch fertig? Mal kurz checken. Ja, nice, das geht schnell, ne? Wow. Zack. Und dann legen wir noch... Wir haben da das Ei, ne? Das... Achso, in 23 Tagen. Ah, ja dann. Dann haben wir keinen Stress. So, du gehst raus. Da sind wieder zwei fertig. Die pfeifen uns gleich rein. Wo ist denn das Fleisch jetzt? Da. Das pfeifen uns gleich rein, weil wir brauchen es, ne? Wir sind jung und brauchen das Fleisch. Nein, immer die Sichel, ne? So, weil Fleisch lässt uns gut heilen. Okay, dann weiter im Text und zwar am oberen Stock, weil das soll ja, das Ganze soll ja ein bisschen den chinesischen Touch haben. Das mit den Vordächern machen wir zum Schluss. Ich will jetzt erstmal die grobe Struktur haben. Ah, das ist mit dem Tüller schon herrlich, herrlich. Wir brauchen natürlich dazu wieder Tore und ich habe auch dazu schon Tore hergestellt und ich bin im falschen Stock, weg. Und die Bude wird natürlich viel zu groß. Keiner braucht so eine große Bude. Das ist ja klar. Das ist ja ganz klar. Aber ihr seht, wir haben, und zwar 16 von den Dingern, wird natürlich wieder viel zu wenig sein. Aber, na ja, was soll man machen? Wir gehen rauf und setzen mal die ersten. Was bist denn du? Ach so. Du bist ein Stück Wand. Du bist scheiße. Wie machen wir es denn? Wenn wir es da so machen, geht das? Ist das gut oder ist das nicht gut? Doch, ich glaube, nee. Nee, das kann jetzt so gar nichts. Warte mal, lass mich mal ganz kurz überlegen. Wir müssen aber da eins rein. Okay, wir müssen es so machen. Ob gut oder nicht gut, es muss so sein. Wir brauchen natürlich wieder ein Holzfundament, dass wir einen Snappoint haben. Ist ja geil. Ah. Hallo, Snap? Schnapp, schnappe die Schnapp, Schnapp, Schnapp. Und zwar würde ich jetzt hier schon wieder zusammenfahren, aber die Länge müssen wir behalten, sonst kommen wir hier nicht mal rauf. Das ist leider so. Da können wir nichts machen. Snappt er an? Ja, der hat angesnappt. Mega. Er schnappt an, er schnappt an. Ist ja geil. Kacke, ne? Das gefällt mir jetzt gar nicht, meine Freunde. Wir machen das ein bisschen anders. Und zwar machen wir das so. Ups. So. Und. So. Und. So. Komm. Nein. Komm. Okay. Was für ein Schauspiel. Na? 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 Komm, lass mich ran da. Nice. Ist jetzt aber... Ha, das passt schon. Das ist schon in Ordnung. Wir sind verkehrt. Was? Was? Scheiße. Warum? mag er das? Mag er das? Nicht der Miyagi. Leute. Und schon wieder die Idee, um die Situation zu retten. Wir machen jetzt so ein Disney-Musical raus, ne? Ihr wisst, da wird auch in jedem Scheiß gesungen. Und das machen wir jetzt auch. Nee. Ich verschone euch mit meinem Gesinge. Das wäre mal was, eine Folge nur Musical-mäßig. Wow. Entschuldigung, also ich bin kein Musical-Fan. Vielleicht hat man schon gemerkt, aber ich bin absolut kein Musical-Fan. Wer ein Musical-Fan ist, sorry. Ich wollte dich nicht kränken, mein Freund. Es tut mir sehr leid. Es tut mir sehr leid. Oh mein Gott. Aber gibt's was Besseres, Frogili? Gibt's was Besseres? Machen wir hier auch wieder die Glasecke? Nicht die Glasecke, aber normal. Okay. Nee, ich bin nicht verwirrt. Das scheint nur so.
Snappoint ist nicht da. Jetzt hat er gesnappt. Nice. Da haben wir Ecke, da haben wir Ecke, da haben wir Glas. Die Ecke ziehen wir gleich auf. Wie spät haben wir es denn schon wieder? Oh Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Leute, ich sag ja, das Ganze ohne Cheats zu machen. Oh mein Gott! Da haben wir... Ja! Oh, Mr. Niceo. Arigato, Mr. Niceo. Komm, zieh rauf dein Ding. Wir wollen das jetzt unbedingt noch machen, ne? Unbedingt. Und ich will die Folgen aber nicht zu lange machen, da sagt wieder jeder. Gut, er sagt generell bei dem Projekt die meisten, ne? Gut, die Leute, die jetzt noch zuschauen, sagen nicht, aber die Leute, die gar nicht erst draufklicken, sagen, Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Okay, jetzt ist natürlich die Frage, erstens, es ist asymmetrisch, aber ist nicht so schlimm. Zweitens, was machen wir da rein? Machen wir da Wand oder machen wir da Glas? Ich wäre ja fast für Glas, weil es einfach geil ausschaut. Und wir haben eigentlich relativ viel Glas. Da können wir uns schon was gönnen. Machen wir das andere auch noch gleich. Wow! Dann haben wir da vorne so eine Art Glas von... Ach du Kacke! Leute, das finde ich nicht cool. Das finde ich nicht cool, dass wir da... Ich dachte... Nee. Wir müssen den wegmachen. Den hier. Weil wir müssen da echt mit dem Glas alleine fahren. Dann sieht das so spuckig aus. Das sieht echt so spuckig sonst aus. Glaubt mir. Jetzt ist der andere auch weg. Warum geht der eine weg? What's the problem, mein Freund? Warum? Das soll mir mal einer erklären. Ich habe ja nicht mal die Foundation weggemacht, also das Zaunfundament. Das war ja noch da. Warum geht der Arsch jetzt weg? Das ist doch zum Mäusemelchen. Das ist doch... Oh. Ich kann wieder mit den Schmarren da arbeiten. So, und jetzt hoffen, dass er einen Snappoint hat. Voll Ragey, oder? Snap! Wenn wir da machen. Ah, da schnappt er, ne? Da schnappt er. Ja, okay. Wir brauchen noch ein bisschen Glas. Das machen wir jetzt noch. Ist ja logisch, dass der. Oh! Ist ja logisch, dass der jetzt genau auf das Fundament geht, ne? Schau, wer zurückgesprungen ist. Habt ihr das gesehen? Ciao! Arg! Du bist vorne, du bist hinten. Du bist vorne. Aha. Aha. Der feine Herr will also doch. Müssen wir außen zerlegen. Doppelfenster machen wir nicht. Nee, Isolierglas braucht man da keines. Weil so kalt ist er nicht in der Gegend. Und so heiß auch nicht. Also können wir ruhig so arbeiten, wie wir arbeiten. Das machen wir jetzt noch dicht. So viel Zeit muss einfach sein, Leute. So viel Zeit muss einfach sein. Und freut euch auf morgen, weil morgen kommt eine geile Folge. Eine geile Folge. Nicht Primitiv Plus, sondern normal. Aber ich sag's euch schon mal, das wird nice. Das wird sehr nice. Komm, wir ziehen da unten noch, dass ihr es gleich schon seht. Dann machen wir so, dann machen wir Glas. Machen wir wieder unser Wechselbad der Gefühle. Dann machen wir wieder so. Komm. So. Gut, dass wir Material in der Tasche haben, ne? Dann machen wir so. So, Glas, so. Oh Gott. So und so. Ah, da geht's, ne? Da mager, ne? Ja, ich sag ja arg. Manchmal kommt mir einfach vor, arg mag mich nicht. Als würde Studio Wildcards irgendwo sitzen und sagen: Oh, schau. Der Sari will was bauen. Das müssen wir verhindern. Mach mal wieder Isolierglas draus, ne? Doppelt verglast. Mega. Oh.
So, also so, dann würde hier wieder Glas kommen, würde ich so behaupten. Weil, ja, wir können's, ne? Ja, er hat's vorne hingesetzt. Oh mein Gott, das ist so schön. Es ist so schön. So, nein. Nein, 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 ja. Er hat's wieder falsch gemacht. Er hat's wieder falsch gemacht. Er hat's wieder falsch gemacht. Als ob... Ich komm nicht mehr raus, oder? Da hat der Sari aber gut gedacht, ne? Da hat er sich's wieder gut gedacht. Das ist so ein vollbehindertes Kind, das einfach irgendwie einen Bewegungsdrang hat. Entschuldigung. Ich komm nicht drüber. Scheiße. Na! Ich lieg gleich unten. Komm, zum Abschluss der Folge noch einmal schönen Abflug machen. Haha. So, jetzt aber. Hammer. Ist wieder asymmetrisch. Aber gut, wir hätten hier auch Glas machen können. Dann würden wir aber richtig toll auf die Felsen schauen. Ist. Naja, ne? Theoretisch möglich. Theoretisch vielleicht sogar schöner. Hier auf jeden Fall Glas, ne? Das ist eh klar. Glas. Komm, stell mal her, mein kleiner Freund. Du bist nicht gleich. Du bist... Ach, du bist gleich. Manchmal ist es etwas merkwürdig. Ganz ehrlich. Irgendwie schaut das nie gleich aus. Sorry, Leute. Wir müssen das abreißen. Oh, ich überziehe schon wieder so hässlich. Aber unterm ersten Mal. So, Leute, das war's jetzt. So, ist der nächste Stock und oben drauf. Ich glaube, da machen wir jetzt das Dach dann drauf. Dann reicht's auch mal, weil sonst wird die ganze Bude zu hoch. Schätze mal. Oder noch ein kleiner Stock. Überlegen wir uns noch. Aber ihr könnt es mir natürlich ganz, ganz gerne in die Kommentare ballern. Wenn ihr sagt, hey, hau noch einen Stock drauf und mach dann das Dach. Oder, hey, mach jetzt das Dach. Weil das mir in die Kommentare, auch interessant, wer es reinschreibt, hat bisher hat bis hierher geschaut. Freut mich natürlich sehr, dass du so lange dabei bist. Du, der das ausmacht, warum ich so lange wie ich das mache. Du, dem ich jetzt einen ganz schönen Tag wünsche, ne? Und den ganzen anderen, die früh ausschalten, die bekommen jetzt nichts mit, ne? Also hast du was ganz Besonderes von mir erhalten. Nee. Spaß beiseite, ich wünsche euch immer einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Euer Sari. Ciao, ciao.